Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, nämlich Final Fantasy 15. Ja, ich habe absolut keine Ahnung, worum es jetzt hier geht. Es hat sich aber alles sehr interessant angehört. Ich hoffe, dass das nicht so schlecht ist von der Steuerung, wie viele sagen. Und ich hoffe, dass es mit dem Gamepad einfacher zu spielen ist. Es soll wohl nicht das übliche Final Fantasy sein, sondern es soll wohl extrem, ja, ich sag mal, actionlastig sein. Hat mich auf der anderen Seite auch so ein bisschen gereizt. Ich hoffe nur, dass es trotzdem, ja, original Final Fantasy mäßig ist, dass man ähnlich wie im normalen Online-Spiel halt eben auch die Gegner dann besiegen kann und so weiter. Ja, da bin ich wirklich mal sehr, sehr gespannt. Wir starten einfach mal ein neues Spiel. Und so ward das Schicksal in die Hände des zukünftigen Königs gelegt. Dies ist die Geschichte des Königs, der auserwählt wurde, die Welt zu retten. Das sind wir, okay. Was mache ich jetzt? Ich versuche zu laufen, okay. Wir haben keine Waffen, kein gar nichts. Das irritiert mich jetzt schon ein bisschen. Also die kämpfen jetzt gegen den, das ist schön. Springen kann ich, Waffen habe ich leider keine. Anvisieren kann ich den allerdings auch nicht. Wir schauen mal einfach ein bisschen zu. Oh, okay. Und werden getroffen. Ich habe auch irgendwie keine Lebensanzeige und nichts. Also nicht diese typische Anzeigen. Vielleicht sollen wir auch gar nicht hierbleiben. Vielleicht sollen wir irgendwo anders hingehen. Ich weiß nicht. Also bisher wurde mir ja noch nicht gesagt, was ich machen soll. Da können wir rum. Oder auch nicht, weil es hier dunkel ist. Doch, hier können wir rum. Kommen die jetzt hinter uns her? Nee, aber wir hören sie immer noch ganz laut, komischerweise. Okay, also hier können wir nichts machen. Wir finden hier scheinbar auch noch keine Waffen oder ähnliches. Eine kleine Erklärung wäre natürlich schon ganz cool, worum es jetzt geht und was ich machen soll. Weil ohne Waffe kann ich jetzt auch nicht gegen ihn kämpfen. Ich kann auch nicht ausweichen. Die Taste funktioniert nicht und nichts. Hier ist anscheinend Wasser. Hier ist Wasser, Jungs. Löscht damit das Feuer. Also ich hoffe, ich denke, dass die Jungs jetzt zu mir gehören. Au! Alles okay? Wir brauchen einen Plan. Verstecken wir uns. Verstecken hört sich gut an, wenn ich keine Waffe habe. Lockt, hier lang. Schnell, er greift wieder an. Er kommt. Neuer Versuch. Ich gebe dir Deckung. Hier. Okay. Auf ihn. Okay. Vor dem Fall. Ich habe jetzt ganz viele Fragezeichen im Kopf. Die Stunde des Abschieds ist gekommen. Du hast meine Erlaubnis zum Aufbruch, Noctis. Danke. Das ist eine schlechte Kraft. Eure Majestät.
Nun geh. Mögen die Götter dich schützen. Ja. Hey. Prinz zu sein ist auch nicht leicht. So viel zu höfischer Etikette. Ach, kannst du dich nicht einmal am Riemen reißen? Euer Hoheit! Was denn? Ich will dir noch etwas mit auf den Weg geben. Du legst deinen Kameraden eine schwere Bürde auf. Musst du gerade sagen. Ich erwarte nicht, dass ihr seine Launen zügelt. Lediglich, dass ihr sie ertragt. Sehr wohl, Majestät. Wir sorgen dafür, dass der Prinz Altissia sicher erreicht. Ja, genau. Ich will nicht drängeln, aber Kor wartet schon. Drathos, pass gut auf ihn auf. Und noch etwas. Benimm dich im Beisein deiner künftigen Frau. Selbstredend, Majestät. Und ihr zollt unseren Gästen aus Niflheim gebührend Respekt. Du hast keinen Grund zur Sorge. Ihr auch nicht. Noctis, sobald du aufgebrochen bist, gibt es kein Zurück mehr. Glaubst du, ich kneife? Bist du wirklich dazu bereit, deine Heimat hinter dir zu lassen? Nur keine Angst. Ich bist du fürs Erste los. Dein Weg ist lang. Wo auch immer er dich hinführt, das Erbe der Luzis geht mit dir. Gib nie auf, mein Sohn. Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, dafür, dass das auf sehr guten HD eingestellt ist und ich das auch über meinen HD-fähigen Monitor ansehe, also sprich, es ist auf 2560 mal 1440 eingestellt, sind die Szenen jetzt sehr verschwommen gewesen. Also es ist so komisch gerendert gewesen. Es sah aus, als ob der Versuch gut war, dass es scharf sein sollte, aber es ist halt so komisch gerendert gewesen und damit war das Ganze total verschwommen gerade. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gewollt ist, ob die nicht die Möglichkeit hatten, das richtig in HD anzeigen zu lassen. Ich muss gleich schon mal in den Einstellungen gucken. Also ich hatte es extra auf ein normales, also auf die 2560 halt hochgestellt, dass man ein vernünftiges Bild hat. Aber konnte jetzt leider nichts davon sehen. Dann machen wir uns mal auf zu unserer eigenen Hochzeit. Zwecklos. Weht ein rauer Wind hier draußen. Tja, der Preis der Freiheit. Dann müssen wir wohl wieder schieben. Was? Mein Tank ist doch auch schon leer. Aufstehen, Männer. Na los. Autsch! Wird's bald? Hey! Ich dachte, Autos sind zum Fahren da. Theoretisch schon. Genug gemault. Fertig? Ja, ja. Und los! Wieso? Ja, und nu? Welche Taste muss ich jetzt... Achso, er? Ah, okay. Warum muss der König denn hier schieben und der andere Typ sitzt am Steuer? Hallo? Aber die Aussicht ist ja ganz gut. Unglaublich. Willkommen im Leben, Prinz Noctis. Wir sind zu schnell gefahren. Aber wenn's doch so einen Spaß macht. Ein schöner Einstand jedenfalls. Ach komm, Gladio. Was denn? Das schaffst du auch alleine. Von wegen. Als würden wir einen Unterschied machen. Pronto. Finger an die Karre. Ihr solltet euch den Atem sparen. Und du mit mir tauschen, Ignis. Du warst doch gerade erst im Wagen. Ja, genau. Ich bin der Nächste. Hörst du?
Mir fallen die Arme ab. Kann sie dir auch ausreißen. Ist ja schon gut. Geht keiner ran? Nein, ständig besetzt. Sag mal, geht das nur mir so? Oder ist der Weg länger geworden? Keine Angst, die Karte stimmt. Laut der müssten wir längst da sein. Oder schon dran vorbei. Als könntet ihr Karten lesen. Ach, ich kann mich auch bewegen. Also noch steuern, das ist cool. Muss ich das jetzt bis zum Ziel weitermachen? Die Welt ist groß und voller Wunder. Ja, Wunderfüße. Sag mal, schiebt ihr überhaupt? So fest ich kann. Mit voller Kraft. Nur noch ein bisschen. Ja, ist ja nicht mehr weit. Da seid ihr ja. Und, wer ist der Prinz? Ah, höchst erfreut, Euer Hoheit. Glückwunsch zur Hochzeit. Noch bin ich Single. Da hat Luna Freya wohl den Hauptgewinn gezogen, was? Wir haben es nicht eher geschafft. Hebt euch die Ausreden lieber für den Chef auf. Und du bist? Sydney. Sid Sophias Enkelin. Ich arbeite hier. Sieh sich das einer an. Ihr verwöhnten Gören kennt keine Wertschätzung. Der Wagen ist unbezahlbar. Du bist also Noctis. Ja. Pah, als hätte man deinem Vater die Würde rausgeprügelt. Was? Hast einen langen Weg vor dir, Junge. Dumm glotzen bringt dich nicht ans Ziel. Wird eine Weile dauern. Schieb den Wagen rein und dann schwirrt ab. Okay, ihr habt Großvater gehört. Mir nach. Jetzt heißt es also warten. Das war noch nie meine Stärke. Meine auch nicht. Ja, während wir warten, würde ich sagen, dass ich mal kurz in den Einstellungen gucke, ob ich da vielleicht noch irgendwo was hochschrauben kann, damit wir dann die nächsten Videos vielleicht in einer besseren Qualität angucken können. So, ich habe jetzt noch mal ein bisschen was nachgeschaut, aber was anderes einstellen konnte ich leider nicht. Haben wir irgendwo ein Ziel oder so? Da steht nur, dass ich mich bewegen soll. Das haben wir eine Karte? Karte haben wir auch nicht. Außer die oben. Ja, geht mal aus dem Weg, Jungs. Hoheit! Mädel! Hey, ihr Jungs seid doch zum ersten Mal hier, oder? Ich gebe euch eine Karte, damit ihr die Gegend erkunden könnt. Ah, perfekt. Die hat meine Gedanken gelesen. Wenn ihr mir jetzt noch sagt, wie ich die benutze... An deiner Navikarte in der rechten oberen Ecke wird ein Restaurantsymbol angezeigt. Orientiere dich daran, um das Restaurant zu finden, wo du mehr über die Umgebung in Erfahrung bringen kannst. Okay, mal gucken, was es hier so gibt. Okay. Ja, dann gehen wir mal dahin. Bieten Ortsinformationen zur Aktualisierung der Karte. Ebony Kaffee haben die auch. Das wird Ignis aber freuen. Hä? Gel? Was ist das denn? Das ist deine Währung, du Trottel. So langsam könnte ich einen Bart vertragen. Hi. Oh, willkommen. Falls ihr Fragen habt, schießt los. Ja, Hier meine Infos. Bing! Refugien wurden eingezeichnet. Okay, was sind Refugien? Keine Ahnung. Parkplätze wurden eingezeichnet. Ah, das ist ja cool. Ortschaften wurden eingezeichnet. Sammelstellen wurden eingezeichnet, okay.
Keine Ahnung, was uns das jetzt alles bringt, aber Speisekarte, Jagd. Was haben wir denn hier? Jagdaufträge. Informationen haben wir nicht nur Infos und Essen, sondern auch Jagdaufträge im Angebot. Um die Gegend von gefährlichen Tieren und Siechern zu befreien, musst du einen dieser Jagdaufträge annehmen und die entsprechende Beute erledigen. Melde dich dann wieder bei einem Informanten, um deine Belohnung abzuholen. Ja, würde ich sagen, machen wir das doch mal, ne? Um deinen Jagddrang zu steigern, musst du die erforderliche Anzahl an Jagdmarken sammeln, die die Meldakio Jägerzentrale für das Abschließen von Jagdaufträgen vergibt. Je höher dein Jagddrang, desto mehr Jagdaufträge hast du zur Auswahl. Und natürlich fallen auch die Belohnungen besser aus. Okay. Unsere Jagdziele. Ja, nehmen wir mal Stufe 2. Auch wenn ich keine Ahnung habe, welche Stufe wir jetzt gerade sind. Wahrscheinlich Stufe 1 oder... Achso, da oben. Moment. Grünschnabel Rang 1. Ja, nehmen wir mal Stufe 2. Sehr freundlich. Tal ohne Wiederkehr. Das hört sich doch einladend an. Okay, den Rest lassen wir jetzt erstmal. Ich weiß nicht, ob wir die schon annehmen können und dann später machen können. Gern. Was denn? Ich habe keine Gil. Ich müsste aber welche dafür bezahlen, okay? Aber da kriege ich auch nur Boosts. Also ist das, denke ich mal, hoffe ich mal, noch nicht so schlimm. Gut, die Frage ist jetzt nur, wo ist das Tal ohne Wiederkehr? Noct, warte mal kurz. Unser ganzes Geld ist für die Reparatur draufgegangen. Ich würde gerne Sydney um Rat fragen. Sydney war die Blonde, die die Titten raushängen lässt. Ja, ganz genau. War das nicht ein bisschen Wucher für eine einfache Wartung? Hallo? Wo ist der jetzt reingegangen? Nachdem ihr all das Geld in die Reparatur des Regalias gesteckt habt, brauchen Noctis und seine Freunde dringend ein paar Gil, wie die Währung außerhalb der Insomnia genannt wird. Ja, und warum bin ich jetzt hier reingekommen? Dieser Halsabschneider. Kann ich auch sprinten? Ups, nee, damit anscheinend nicht. Okay, sprinten ist wohl nicht so, wie es aussieht. Hi, Puppe. Nanu, der Wagen ist noch nicht fertig. Was wollt ihr? Das willst du nicht wissen, aber du kannst mir bei was anderem helfen. Gladio vorschicken, würde ich sagen. Soll er sich mit der rumschlagen? Gibt's hier vielleicht Arbeit? Hä? Ach, ich verstehe. Typisch Großvater. Hat euch sicher extra zu viel abgeknöpft. Nehmt's ihm bitte nicht übel. Das ist einfach seine Art, euch an den Ernst des Lebens zu gewöhnen. Zu Geld kommt man hier am schnellsten als Jäger. Wollt ihr es mal versuchen? Ja, wir sind schon dran. Herausforderung angenommen. Dem zeigen wir, was eine Hake ist. 10 FP erhalten. Keine Ahnung, was das ist. Achso, Fertigkeitspunkte. Öffne das Menü und wähle Fertigkeiten, um unter Verwendung von Fertigkeitspunkten die Gruppe weiterzuentwickeln. Ach, die ganze Gruppe direkt? Okay. Menüoption online wurde hinzugefügt. Okay. Fertigkeiten, da. Im Menüpunkt kannst du unter Fertigkeiten die Fähigkeiten der Gruppe weiterentwickeln. Für das Erlernen von Fertigkeiten brauchst du Fertigkeitspunkte. Fertigkeitspunkte kannst du auf unterschiedliche Weise sammeln. Du erhältst sie zum Beispiel beim Stufenanstieg, Missionserfolg, beim Abschließen von Aufgaben oder auch durch richtig gewählte Antworten im Gespräch mit deinen Freunden. Okay. Fertigkeiten, die Noctis Kampfaktionen verbessern. Team? Nö, ich will erstmal meins verbessern. Kann ich aber nicht. Doch, kann ich hier. Moment. Sparfuchs. Automatisches Ausweichen verbraucht weniger MP. Erhöht den verursachten Schaden, wenn Noctis bei seiner Angriffsserie selbst keinen Schaden nimmt. Ja, hört sich schon mal gut an, aber ob ich keinen Schaden nehme? Perfektes Ausweichen, gut getimtes Drücken führt ein Ausweichmanöver durch, das keine MP verbraucht. Wäre auch nicht schlecht. Lufttanz. Ermöglicht durch einen Angriff in der Luft einen Schritt in die gewählte Richtung. Naja gut, das scheint jetzt für mich noch nicht so. Automatisches Ausweichen verbraucht weniger MP. Wie viele Punkte haben wir denn? Achso, 8. Nee, das braucht 8, oder? Das braucht 10. Dann würde ich sagen, den Schaden erstmal erhöhen. So, ist jetzt wahrscheinlich das Wichtigste. Aber seid vorsichtig. Nachts treiben sich hier sicher rum. Hier, eine kleine Anzahlung. Reicht zum Übernachten. Aber kein Wort zu Großvater. Ist das klar?
Vielen Dank, Miss, ich sag's mal lieber nicht. Sonst stehe ich hier als Frau noch als Sexist da oder sowas. So, kommt ihr mit, Jungs? Weiter geht's. Ich sehe die gar nicht. Gehen wir. Komme. Kommt der jetzt endlich mal? Da hinten sind Skorpione oder sowas. Die soll ich jetzt... Oh, doch, ich habe jetzt mittlerweile ein Schwert. Ah! Sieht aus, als wäre das unsere Beute. Los geht's, Nacht. Ja, wäre schön... Vorsicht, du hast die Aufmerksamkeit eines Gegners auf dich gezogen. Der Warnbalken am oberen Bildschirmrand warnt vor einem Angriff. Oh, ey, das ist... Halte rechts gedrückt, um automatisch eine Angriffsserie zu starten. Wollte ich ja gerade, durfte ich aber nicht. Vielen Dank dafür. Nox, denk daran. Beschwöre für jeden Gegner die passende Waffe herauf. Ich habe keine Ahnung, welche Waffe dafür gut ist. So bin ich halt. Gut, auf zur nächsten Koordinate. Okay, komm mit. Ich habe auch keine Ahnung, was ich tue oder wohin ich laufe. Folgt mir einfach. Ey, wieso seid ihr alle viel schneller als ich? Hallo? Ihr rennt übrigens in die falsche Richtung, wollte ich nur mal gesagt haben. Aber ist nicht schlimm. Genau, erstmal das Haar wieder richtig... wieder richtig glatt legen. Ja, keine Ahnung, was ich jetzt für wen brauche. Aber das ist doof, dass man hier nicht sprinten kann. Ups, ne, das war wieder die Sache. Nein, ich will auch niemanden markieren. Also doch jetzt gleich, aber... Da sind die Nächsten! Auf sie mit Gebrüll! Geht das noch? Du sollst da rein! Och, ja, mein Gott! Greif ihn doch jetzt erstmal an! Nocht! Manchmal ist ein perfekter Block der beste Angriff! Nicht für mich! So, Nacht. Jupp. Ha, das schaffen wir doch mit links. Nacht. Okay. Was war das denn? Bist ja richtig in Fahrt. So bin ich halt. Jetzt habe ich keine Waffe mehr. Wieso habe ich jetzt keine Waffe mehr? Oh, wieso nimmt er denn nie das Ziel, was anvisiert ist? Pronto. Vorsichtig. Was soll denn das? Ich gehöre zu den Guten. Schon vergessen? War keine Absicht. Nein, ich will nicht zu dem Punkt. Ich will dahin, was ich anmarkiert habe. Ist das denn so schwer? Anvisiert habe. Also das mit dem automatischen Hinwarpen oder wie sich das nennt, das kann man irgendwie vergessen. Also der geht immer nur zum Stein, wo ich gar nicht hin will. Ja. Ich bin mal gespannt, wie das noch wird. Jungs, also, ich sag mal, genau, wenn man Final Fantasy mag und deswegen dieses Spiel spielt, so wie ich jetzt... Da geht's per Schiff nach ja, ich hab's jetzt extra geholt, weil ich Final Direkt Fantasy verrückt bin aktuell. Muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich doch etwas enttäuscht, wie das Spiel jetzt hier aufgebaut ist. Okay, ist notiert. Wenn man das jetzt aber ohne Final Fantasy Online sieht... Ja, es fängt ein bisschen holprig an, aber ansonsten ist es eigentlich bisher ganz okay. Das sind die Letzten. Gebt nochmal alles. Och ja, das mit dem Warp-Angriff hat nicht funktioniert, also lasse ich es einfach. Verstanden? Durchbricht die gegnerische Verteidigung mit einem Warp-Angriff. Exzeptionell. Ach, jetzt funktioniert es dann doch mal. Nacht! Verausgab dich nicht so, Mann! Geh in Deckung und erhol dich! Och, ja, mein Gott. Das war der... Das war's dann wohl. Falsche. Ignis! Mit Vergnügen! Sehr gut! Das wär's! Waren das alle? Ein Anruf?